Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Angespielt auf meinem Twitch-Kanal Nobeldecker86TV. Ja, ich habe mir gedacht, wir spielen heute auf jeden Fall nochmal Part-Time UFO bzw. UFO auf jeden Fall auf der Switch an. Ich habe mir so ein paar Games gegönnt auf der Switch und in Zukunft auch weitere werde ich natürlich auch noch kaufen. Es sind auch sehr viele schöne Angebote natürlich im eShop. Dann würde ich sagen, starten wir natürlich direkt das Spiel. Ich kenne es nicht, ich spiele es mit euch gemeinsam. Ja, das erste Mal gemeinsam an, das ist ja glaube ich sogar irgendwie von Nintendo, hatte ich irgendwie gelesen und kostet eigentlich auch nur 8,99 € im eShop. Ja, würde ich sagen, starten wir mal direkt. Und schauen mal rein hier. Ja, man steuert da anscheinend irgendwie so ein UFO hier, irgendwie das, was wir eben gesehen haben zum Anfang. Oh je, verdammt, meine riesen Orangen. Allein bekomme ich die nicht auf den Truck. Okay. Huch, du da, der da fliegt, kannst du mir kurz helfen? Lade die Fracht auf den Truck, okay. Scheiß, was muss ich machen? Analogstick tut sich nichts, muss erst weiter drücken, ne? Ich sehe gerade greifen mit den beiden Tasten A, B. Irgendwie bewege dich über das gewünschte Objekt und drücke A oder B, um es zu greifen. Okay, schauen wir mal, schauen wir mal. Da muss auf jeden Fall die Dings, so wie es da gezeigt wird, irgendwie greifen. Okay. Wenn du zu nah bist, kannst du den Kran nicht verwenden. Okay. Um das Objekt loszulassen, drücke wieder A oder B. Ich würde sagen, schauen wir mal. Ein blinkendes Objekt ist besonders wichtig. Wenn du genug davon auflädst, bist du fertig. Also oben links zwei haben wir irgendwie im Moment, okay. Und für andere Objekte bekommst du Bonuspunkte. Wenn du die Arbeit nicht innerhalb des Zeitlimits beendest, verlierst du jedoch den Bonus, okay. 100 Sekunden sehe ich gerade oben, das seht ihr gerade nicht wegen der Cam. Habe ich irgendwie, das heißt, das hier greifen mit B. Ne, so greifen mit A dann, okay. Und da auf den Truck hinbringen, ja. Dem, wo der Pfeil hin zeigt. Der Soundtrack ist irgendwie nice, oder? Der Soundtrack, der hat was. Kann ich die hier auch greifen? Schauen wir mal. Können die auch greifen? Müssen die da hinten mit rauf im LKW oder müssen die hier rein in das Körbchen hier? Ich habe keine Ahnung. Hau das Ding erstmal hier rüber. Oha. Da muss man wirklich schauen, wenn er so wackelt. Ja, hier wäre ja die Kiste. Schauen wir mal. Einmal direkt rüber. Und mit auf dem LKW rauf, würde ich sagen, oder? Einmal dort so hin. Ja, plus 200, das heißt Orangen, die daneben liegen. Der ist nicht so wichtig. 73 Sekunden sehe ich oben rechts irgendwie rüber gehabt und geschafft. Ja, mega cool. Würde ich jetzt sagen, oder? Dann schauen wir doch direkt weiter. Lohn ist irgendwie 700, okay. ja, Zeitbonus. Wenn du bei der Arbeit geheime Ziele erfüllst, bekommst du Medaillen. Also, so eine Art Erfolge, kann man sagen. Durch Sammeln von Medaillen bekommst du weitere Arbeitsmöglichkeiten. Und das ist nicht alles. Bei drei Medaillen wird der kniffligere Sternchen-Modus, zwei Sternchen-Modus freigeschaltet, irgendwie okay. Ah, okay, das heißt, okay. Müssen wir mal schauen. Ja, somit anscheinend die erste Tutorial-Mission abgeschlossen. Ah, vielen Dank. Hier, dein Lohn. Nimm ruhig. Was ist los? Dein erster Lohn? Nur weil du noch jung bist, kannst du nicht die ganze Zeit nur umherschwirren. Der alte Mann wollte dem UFO etwas Gutes tun und gab ihm eine Zeitung mit Stellenanzeigen. Und so begann für das UFO das Leben auf der Erde. Ey, cool. Das erinnert mich irgendwie sogar an Kirby's Adventure, das UFO. Da gab es auch beim allerersten auf der NES damals dieses Item. Ja, sieht fast genauso aus, diese Verwandlung mit dem UFO irgendwie, oder? Würde ich jetzt sagen. Ja, somit Tutorial-Mission abgeschlossen. Schauen wir mal. Haben wir hier Arbeit suchen neu, Shop ist neu und ein Ruhmestaten. Und zu zweit kann man das Spiel anscheinend auch spielen. Okay.
Würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz in den Shop, um erstmal ein bisschen reinzukommen. Wir spielen das Ganze hier an. Ich hoffe, dass der Sound jetzt nicht zu laut ist, aber meine Stimme ist immer noch lauter, glaube ich. Zumindest sehe ich das so gerade im Studio. Okay, sollte okay sein. Oh, ein Kunde. Willkommen in der ersten Erdfiliale des Weltraum Fashion Shops. Ich habe das Ladendesign extra an die Erde angepasst. Kunden kommen leider trotzdem keine. Aber hurra, jetzt bist du ja da. Und du siehst so aus, als ob du in Kauflaune wärst. Yes, eigentlich schon. Würde ich sagen, wir führen hier allerlei Kostüme. Manche von ihnen wirken sich sogar auf deine Flugfähigkeit aus. Okay. Ah, das heißt, hier haben wir zum Beispiel Wollmützenmann, 1000 kostet das. Dann Tambourmajor, auch 1000. Und Paketlieferant haben wir hier. Wir haben insgesamt 1165. Glaube ich, kaufe einfach schon mal hier oben Wollmützenmann. Leichteres Bremsen und schön warm. Das heißt, da kann man dann leichter bremsen irgendwie und ist anscheinend dann schön warm. Okay, kaufen wir einfach mal. Vielen Dank. Hui, so ein kurviges Kerlchen. mal ganz unter uns. Wenn du auf der Arbeit L oder R drückst, passiert etwas Cooles. Was genau, das hängt von deiner Kleidung ab. Probier es ruhig mal aus. Ja, könnte man ja machen, wenn wir gleich auf Arbeit sind. Wiedersehen. Ja, mehr kaufen können wir im Moment nicht, aber so haben wir schon mal ein Item eingesackt. Dann ist neu jetzt auch rechts so dieses Kleidungssymbol hier anscheinend. Ja, da haben wir die Wollmütze, da sehen wir uns auch mit der Wollmütze jetzt einmal okay. Das heißt, es gibt verschiedene geile Sachen, die man anscheinend später irgendwann kaufen kann. Ich würde sagen, gehen wir erstmal raus und unten rechts war ja noch neu die Ruhmestaten. Schauen wir auch nochmal kurz. Das hier sind die Ruhmestaten. Deine besonderen Leistungen werden hier angezeigt. Schaffst du alle vier in einem Feld, schaltest du eine UFO-Erinnerung frei. Erwarte aber bitte nichts allzu Besonderes hier. Okay. Da haben wir hier oben links auf der Erde arbeiten, erhalte vom Bauern eine Zeitung mit Stellenanzeigen, haben wir anscheinend. Plus kaufe ein Kostüm, das sind die beiden Symbole im Moment. Die anderen dann erhalte 9 Medaillen, könnte man freischalten, transportiere bei der Arbeit mehr als 40 Objekte. Ja, scheint da sehr, sehr viele Sachen zu sein. Einige sogar noch auf Fragezeichen sogar, okay. Ja, würde ich sagen, schauen wir erstmal raus, haben wir da reingestuppert, dann würde ich sagen, direkt auf Arbeit suchen. Und schauen wir mal, Bauernhof haben wir abgehakt, das war so gesehen die Tutorial-Mission von eben, dann haben wir Meer und Baustelle hier, okay. Würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Meer, fange die Fische haben wir hier dann, okay. Würde ich sagen, schauen wir mal. Direkt in die nächste Mission rein, oder? Okay, lade 5 Fische aufs Boot, alle warten im Hafen. Die Fische dann unten greifen, oder? Okay, schauen wir mal. Boah, wird schwierig, aber machbar. Da ist einmal eins am Boot. Somit schon mal 100 verdienen. Da ist eigentlich immer nur schnellstmöglich. Schnell die Fische hoch. Noch 3 sehe ich gerade oben links. Okay. Ah, ich muss sagen, der Soundtrack ist cool im Game. Und irgendwie hat das was. Ja, schauen wir erstmal, dass wir die Fische raufkriegen. Einmal. Und da ist gerade wieder einer runtergesprungen. Die können sogar runterspringen wieder. Okay. Und dann direkt übergreifen. Und direkt mit drauf. Und yes, somit geschafft. Der heißt Zeitbonus. 85 war übrigens Zeit im Moment. Und die Kranke war irgendwie noch am Dance eben da hinten. Oh. Zeige jedem, wie hart du arbeitest. Drücke Plus, um ein Foto von deinem Erfolg zu machen. Und teile es dann auf Social Media. Natürlich nur, wenn du möchtest. Wenn du ein Foto teilst, bekommst du als Dank eine besondere Illustration für diese Arbeit. Okay. Ne, teilen möchte ich da jetzt nichts. Das heißt, wir drücken weiter. Foto möchte ich jetzt im Moment auch nicht machen. Im Moment zumindest. Ja, lohn mal irgendwas mit 1000, haben wir ja eben gesehen, ne?
1500 noch was haben wir insgesamt. 1680 sogar. 90. Okay, Spiel gespeichert. Ja, würde ich sagen, hat was Lustiges. Schauen wir direkt weiter rein. Das war jetzt zuerst die erste richtige Mission. Bauernhof hatten wir. Ja, eigentlich sogar die zweite, kann man sagen, oder? Dann wäre die Baustelle, wenn die Säulen nicht gerade sind, gibt es Ärger als nächstes. Und rechts, wenn ich da rechts drücke, sammle Medaillen. Für die nächste Seite brauchst du 5 Medaillen irgendwie, okay. Das heißt, man müsste erst dann hier, ja, denke ich mal, die Mission auf jeden Fall machen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf zum nächsten Job. In dem Sinne. Stell die Säulen auf, Dach oben drauf. Fertig ist der Tempel. Okay, das Dach ganz oben drauf und Säulen aufstellen irgendwie. Da ist übrigens das Bild. Wie wir das anscheinend so hinstellen sollen hier drüben, ne? Irgendwie hier. Okay, das heißt die... Ah, nein. Gib die noch um hier. Ich würde sagen, das war nicht gut, oder? Ah, nochmal greifen. Immerhin 100 habe ich gerade eben gekriegt. Will jetzt... Ah, jetzt eigentlich. Okay. Kann man da alle Säulen nehmen? Ich glaube ja, ne? Ja, da links ist sogar noch am Arbeiten. Irgendwie, das riecht hier übrigens total nach Rauch. Ja, nebenbei, ich hatte das eben auch schon im Chat erwähnt auf Twitch hier. Ja, nebenbei brennt das Haus gegenüber irgendwie ab. Ich habe keine Ahnung, das Feuerwehr, alles drum und dran. Riesenscheinwerfer und ich habe Fenster sogar schon zugemacht und trotzdem riecht den Qualm hier ohne Ende. Ah, das Ding ist jetzt aber so, es liegt da irgendwie noch. Das ist nicht gut. Soll ich den denn wieder aufheben jetzt? Oh, nicht gut. Von hier könnte ich ihn auch greifen, so, okay. Nein, jetzt kippe ich den anderen um, okay. Ah, das ist aber schwierig, die Aufgabe hier. Das Dach muss ja oben drauf. Mal schauen, nochmal greifen. Ah, es will nichts werden, oder? Kann nicht sein. Feindlaut Abend, 46 Sekunden sogar nur noch. Wie soll ich ihn denn hier so gerade hinkriegen? Wenn ich übrigens RL drücke, was kommt da? Nur ein Daumen und so Blätter irgendwie. Okay, dann ist das schief, aber egal, würde ich sagen. Nimm jetzt aber das Dach hier. Und den Typen hier mal runter. Ey, kriegt man das überhaupt gegriffen? Ne. Wie soll man denn das? Ach, hier ist das Dach. Ah, okay. 10 Sekunden, was? 10 Sekunden jetzt noch. Jetzt aber schnell einmal rüber. Oha. Ich würde sagen, 2-1 fallen lassen. Haben wir es noch geschafft, obwohl das so schief und krumm ist? Ja, nice. Tatsächlich noch geschafft, okay. Ja, das ist natürlich okay. Da hätte ich ja von Anfang an eigentlich die Teile so schief und krumm dahin ballern können. Medaillen aber eigentlich nicht bekommen, ne? Okay. 2190 Münze im Moment sogar. Sehr cool. Aber suchen könnte man jetzt natürlich, schauen wir mal. Was haben wir oben links? 2 Medaillen, ne? Ja, rechts müsste man natürlich jetzt erst hier die Medaillen holen, also die Zeit ein bisschen verbessern. Ich könnte natürlich nochmal schnell rein. Und das nochmal versuchen erneut. Ich würde sagen, die Mission machen wir nochmal. Um die nächste Seite so freizuschalten. Also hier erstmal das Teil rüber schnell. Ich würde sagen, am besten sogar direkt hier die Ecke, oder? Ja, so würde ich sagen. Und schauen wir mal, ob wir es diesmal besser hinbekommen. Ich lasse es nochmal los, damit ich ihn besser greifen kann. Dann haben wir es eben ja so ein bisschen geübt. Oha, jetzt ist er wieder so schief. Nee, so schief möchte ich ihn nicht haben. Eigentlich so gerade, genau. Das heißt, einmal so gerade rüber. Aber ich muss sagen, das Game hat was. Für nebenbei würde ich sagen, passt das. Das sieht schon wesentlich besser aus als eben, oder? Dann natürlich noch unser Dach. Und Zeit sogar jetzt, diesmal bei 80 Sekunden gerade, sehe ich gerade. Ah ne, das wollte ich eigentlich so noch nicht drauf haben. Ich wollte es eigentlich schon gerade drauf haben, aber diesmal 76 Sekunden sogar über.
Und nochmal 800 insgesamt verdient anscheinend, okay. Den Teil wollen wir nichts in den Social Media in dem Sinne. Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine Medaille, zwei Medaillen abkassiert hier jetzt diesmal. Was in der Mitte, dann müsste das ein bisschen gerade sein, eher so, ne? Was man in der Mitte sieht, die Medaille, okay. Das heißt, man könnte die Mission noch ein bisschen verbessern, wie wir gerade sehen. Aber 3970 Münzen sogar insgesamt schon. Okay, vier Medaillen haben wir. Und nächste Seite wäre eine weitere Medaille, ne? Ich glaube, wir schauen noch mal kurz in den Shop rüber. Wenn er noch mal ein paar Sachen kauft, dann haben wir so genügend Kohle. Schon wieder zurück. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Yes. Schauen wir mal. Aber wenn ich nach rechts gehe, ist hier übrigens noch Propellermütze, Kung-Fu-Affe, Samurai, Arbeiterbiene, Künstlermütze, Hundeplüschtier. Kostet aber 5000 dann. Und alles rechts weiter. Hier Ninja-Anzug und so. Hexenbesen, junger Matrose, auch alles auf 5000, okay. Schutzhelm, Fisch, Briefträger. Ja, dann ist rechts runter immer teurer, okay. Ich würde sagen, hier den Tambor-Major. Major, trommel dich zum Sieg. Aus 1000 immer mal mit. Und als nächstes Paketlieferant. Jedes Paket findet sein Ziel. Der Preis beträgt 1000. Ja, komm, bau mal. Okay, dann hätten wir noch 1970 über. Das heißt, die anderen Sachen können wir noch nicht kaufen. Ja, gehen wir raus. Ich würde sagen, in die zweite Mission könnte man auch noch mal schnell reinschauen. Ich würde natürlich schon gerne hier in dem Angespiel noch gerne die nächste Seite freispielen. Ja, da könnte man oben übrigens auch noch mal einen oder zwei weitere holen, ne? Oder die erste, die war eigentlich recht easy. Ach, die Orangen müssen, glaube ich, da in das Körbchen, wie ich gerade hier sehe bei den Medaillen. Ich würde sagen, sonst das erste nochmal hier. Können wir auf jeden Fall verbessern. Lade die Fracht auf den Truck. Okay, los geht's. Jetzt habe ich hier noch irgendwie so ein Ding in der Hand. Ah, ne, das ist mein neues Kostüm, ich wollte gerade sagen. Was wir eben gekauft haben, ne? Orangen, würde ich sagen, boah. Schmeißen wir erstmal drauf, wo die... Beziehungsweise die Kisten. Und hier schnell die Teile rein, oder? Also jetzt kriegt das eine Teil dann nicht, oder? Ja. Muss schneller gehen. Zeit 90. Nächste Orange obendrauf. Der Soundtrack, wie gesagt, der gefällt mir bei dem Spiel. Irgendwie macht das allgemein ein bisschen Laune. Ich würde sagen, schnell mit drauf. Okay, 73 Sekunden sind über. Schauen wir mal. Ob wir hier jetzt neue Medaillen haben oder nicht. Bin ich mal gespannt. Lohn 700 oben. 1065. Hä? Die Medaillen haben wir nicht gekriegt? Wir haben noch jetzt beim Körbchen, wenn wir mal schauen, zwei Orange unten, eine große oben. Haben wir eigentlich drauf. Die Kisten müssen, glaube ich, so nach oben zeigen dann, okay. Das heißt, die eine Kiste steht also seitwärts. Ich würde sagen, könnte man natürlich nochmal versuchen, sonst gehen wir gleich in die zweite Mission nochmal rein. Ja, versuchen wir nochmal in dem Sinne. Wir spielen es ja an und so, wollen es aber testen. Und die nächste Seite würde ich natürlich schon ganz gerne einmal mit zeigen, beziehungsweise in dem Angespiel mit reinhaben hier. Hier müsste man die Kiste ja nur so genau, einmal so machen, würde ich sagen, oder? Orangen packe ich also erstmal die große rein. Dieses Mal zumindest. Greif die hier direkt. Und hau die meinetwegen hier oben drauf, aber nicht so schräge. Sondern eher schon so gerade, oder? So würde ich jetzt sagen. Schauen wir mal. Okay, ich hätte die anderen Orangen, hätten wir glaube ich erst rein müssen. Aber für die Kistenmedaille könnte sein, dass das geklappt hat. Ja, nice. Das heißt, wir haben eine weitere gekriegt. Das mit Orangen kann man natürlich irgendwann mal machen. Ja, somit haben wir die nächste Seite und die nächste Mission somit auch freigeschaltet. Das war mir eigentlich ganz wichtig in dem Angespielt. War aber nicht nur die ersten drei Missionen. Schauen wir mal. Dann könnte man jetzt rechts rüber.
Okay, wäre Highschool, hilft den Cheerleadern bei ihren Auftritt. Okay, Spielladen. Räume die Spielzeuge zurück in die Kiste und schließe diese. Und Museum, räume die umgefallenen Kunstwerke diskret auf. Stapeln ohne Ende. Wie hoch kannst du stapeln? Wäre hier nur links. Irgendwie noch so ein extra Teil irgendwie noch. Beziehungsweise so ein extra Modus anscheinend, okay. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal bei Highschool rein. Hilft den Cheerleadern bei ihrem Auftritt, okay. Ich würde sagen, die drei Missionen schauen wir uns hier noch an, oder? Let's go, Cheerleader, in die Höhe. 3,5 Meter sind das Ziel. Das heißt, was muss ich da machen? Wie muss ich die irgendwie da so hochstapeln, oder wie? Irgendwie sieht das nice aus gerade, wenn ich sie so mitnehme. Ich denke mal schon, sie sonst da unten, würde ich sagen, rechts, oder? Ich glaube, die müssen wir so ein bisschen hochstapeln hier. Okay. Dann sie hier, würde ich sagen, eigentlich. Hier so, würde ich sagen, oder? Genau. Und schön hochstapeln, okay, das wird schwierig. Oh. Da muss man wirklich schauen, wie man sie hochstapeln möchte. Machen wir mal so, der fällt so runter, ne? Ah, gar nicht gut. Aber irgendwie auch nice. Und das klappt sogar gerade so. Okay. Ich würde sagen, schauen wir mal, hält das? Ne, hält nicht. War klar. Och nö. Das Zeitbonus natürlich weg dementsprechend. Da muss man wirklich schauen. Würde sie hier sonst. Er ist die eine so ein bisschen runtergekippt, ne? Wenn ich das so mache, schauen wir mal. Ja. Kann nicht sein. Fällt sie da oben? Aber wenn ich sie drauf hau. Es ist zwar ein bisschen schief und krumm. Wie sie dann drauf fliegen, aber irgendwie nice, oder? Würde ich sagen. 1000 Gold immerhin. Schauen wir mal, ob wir überhaupt eine Medaille haben. Ja, immerhin die Zeitmedaille, die ist drin, okay. Aber so haben wir die Mission natürlich auch nochmal mit drin gehabt. Dann würde ich sagen, schauen wir natürlich gleich zur nächsten. Das hat was. Ist auf jeden Fall lustig, das Game, muss ich sagen. Hier auf jeden Fall Spielladen. Räume die Spielzeuge zurück in die Kiste und schließe diese. Schauen wir direkt rein. Ja, dann auf jeden Fall gleich in die nächste unten rechts auf jeden Fall. Rein zu schließen und aufzuräumen. Kiste schließen nicht vergessen. Okay. Oh. Achso, da soll ich hier. Muss man erstmal die Kiste öffnen, oder wie? Ja, Tatsache, erst die Kiste öffnen. Dann eigentlich die ganzen Sachen da reinräumen oder was, oder wie? Wie soll das denn gehen? Jetzt habe ich da rechts, kann ich die Sachen nicht wegholen, aber hier. Ja, die komischen Blöcke, würde ich sagen, nehmen wir mal. Muss ja alles irgendwie auch reinpassen, glaube ich noch. Das ist das Teil so an der Ecke da, würde ich sagen. Ja, mit der Zeit muss man auch mal schauen, aber sind im Moment 130 Sekunden. So, das da so hin, würde ich sagen, oder? Dann muss er erst das Ding hier wieder rüber schleppen, super. Ich würde sagen, erstmal schnell wegwerfen. So, dann den Teddybär rein. Aber immer dorthin, kann ich das da noch greifen? Das Hühnchen hier. Ja, das könnt ihr noch greifen. Die Kiste, da weiß ich gar nicht, ob ich die auch noch greifen kann. Glauben wir eher nicht, oder? Schauen wir mal. Doch, können wir noch. Da muss alles reingeräumt werden. Auch die hier, okay. Weiß ja, ob da unten das Teil, was da liegt, ob wir das auch noch greifen können. Ja, Tatsache, müssen wir auch noch. Ja, also das auch noch mit rein. Da haben wir auf der Seite auch noch zwei so eine kleinen flachen Teile. Also einmal schon rüber damit. Okay. Und direkt in zwei Ringe. Einmal hier hin, würde ich sagen. Und jetzt schnell das Teil rauf. 81 Sekunden sehe ich gerade. 78.
Kriege das Teil hier nicht. Das heißt, einmal schließen. Yes, geschafft, okay. Mit 70 Sekunden sind noch über. Ja, würde ich sagen, passt. Schauen wir mal, ob wir da irgendwelche Medaillen bekommen haben. Nice, sogar zwei Stück. In der Mitte sehe ich noch gerade die Ringe irgendwie um so einen Arm gewickelt bei der Medaille. Aber immerhin zwei Medaillen für die Mission ist sehr gut. 8000 haben wir insgesamt im Moment, ne? Dann würde ich sagen, nächster Job. Ich glaube, für die dritte Seite braucht man dann okay, da brauchen wir dann 10 Medaillen. Würde ich sagen, machen wir hier im Museum direkt auch. Räume die umgefallenen Kunstwerke diskret auf. Okay. Und links in dem Modus schauen wir auch gleich noch rein. Oh je, ist umgefallen. Richte das Ausstellungsstück wieder her. Jetzt muss ich schauen. Unten ist auf jeden Fall eigentlich so ein Fuß. Das heißt hier, ne, das Teil, glaube ich. Links ist auch so ein Bild zu sehen im Hintergrund. Dann kommt das hier, glaube ich, zumindest auf dem Bild. Aber wenn er so schräg geht, ist es gefährlich. Ich würde sagen so, oder? Dann kommt da als nächstes das. Dann das Teil da links gleich. Nein. Jetzt fällt das natürlich um, kann nicht sein. Jetzt ist noch schwieriger, das wieder richtig gerade zu rücken hier irgendwie. Das ist ärgerlich, jetzt ist es komplett auf dem Kopf sogar, das eine Teil. Das hier Ja, das muss ja eher so. Schwierig, wenn die einmal die Seite wechseln, also anders hinfallen, dann ist das schwierig, die irgendwie wieder gerade zu bekommen, oder? Ich würde sagen, Mission Neustart auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall besser, oder? Versuchen wir es direkt mit dem Neustart. Dass wir die Teile einmal umkippen, ist sehr, sehr ärgerlich. Das einmal so. Okay, hier muss ich schauen, dass ich ihn einigermaßen gerade bekomme. Okay, klappt auch. Im Moment wunderbar. Und hier muss er so schauen. Ja, am besten so, oder? Okay. Jetzt kommt das Teil drauf. Okay. Ah, da muss man wirklich Präzisionsarbeit leisten. Diesmal hier bei der Mission. 45 Sekunden nur noch. Oh nö. Will aber auch nicht, dass es umkippt oder so. Müsste eigentlich halten, ja. Dann kommt das und dann das Teil da hinten rechts, okay. Wenn das mal nicht nur umkippt hier. Oha. Ich würde sagen so, oder? Yes. Ist aber leicht am Wackeln. Ja, das ist der Kopf, wie auf dem Bild zu sehen. Erstmal langsamer werden. Oha. Lieber so, oder? Und yes. Hält sogar noch. Ja, würde ich sagen, sieht doch gut aus. Unser Kunstwerk hier, was wir jetzt hier wieder hingestellt haben. Hier war auf jeden Fall schon ein bisschen mehr, ja, Präzision gefragt bei der Mission. Aber nein, schauen wir mal. Was für Medaillen. Die erste haben wir. Und Zeit auch. Das heißt, zwei Stück. Wir haben sogar die nächste Seite direkt auch noch freigespielt. Und 11.275 an Cash einmal mit drin hier. Okay. Ja, das heißt, nächste Seite sogar mit weiteren Missionen. Schauen wir mal kurz rüber. Wäre dann Spielladen. Passe alle Spielzeuge in den Wagen. Passen alle in den Wagen. Okay, und Zirkus wäre göttliche Ballons. Das wird schwierig. Dann noch mehr. 3 Minuten Meeresfrüchtejagd. Okay. Könnte man natürlich gleich noch reinschauen. Ich würde sagen, hier zum Testen, aber da wir es ja anspielen und so. Machen wir direkt Stapeln ohne Ende als nächstes. Wie hoch kannst du stapeln?
Schauen wir mal, das wäre, glaube ich, so Highscore-mäßig, so eine Highscore-Jagd irgendwie in der Art, oder? Ja, ist so ein Extra-Spiel anscheinend. Ja, entwickelt natürlich von HAL Laboratory und so. Und Nintendo natürlich, Ja, würde ich sagen, starten wir mal direkt. Da ist so ein Extra-Spiel im Spiel. Damit so hoch wie möglich. Okay, schauen wir mal. Das heißt, erstmal würde ich sagen, das Teil hier, oder? Sogar ein Heli, der die Sachen hier anscheinend anliefert, oder? Okay, da kommt das nächste Objekt. So hoch wie möglich. Und mit dem Teil, was oben auf dem Kopfbusch rund ist. Ich glaube, das wird schwierig. Stellen wir mal so hin. Wenn man es hingestellt hat, dann kommen erst die nächsten. So hoch wie möglich. Wie soll das? Oha. Schauen wir mal. Ah, nein. Aber ich hätte es liegen lassen können. Eigentlich. Und fällt runter. Okay. Nicht gut. Somit leider ausgeschieden sogar direkt. Okay. Bis 50 Meter geht das. Also bis 50 Meter kann man Medaillen absahnen hier anscheinend. Okay. Das ist nochmal gut zu wissen. Da haben wir zumindest einmal reingeschaut. Ne, aufgehört und erstmal nach Hause. Wir wollen nochmal reinschnuppern. Dann wissen wir zumindest, wie die Mission ist. Und schnuppern direkt nochmal in die dritte Seite. Da haben wir hier so gesehen 9 Missionen mit drin. Ja, die ersten 6 haben wir jetzt so. Also. Machen wir erstmal den Spielladen oben passen. Alle Spielzeuge in den Wagen? Ja, gute Frage. Muss ich sagen, passen sie dann? Legt die beliebten Stofftiere in den Wagen. Okay, schauen wir mal. Die beliebten. Die so blinken oder wie? Die anderen glaube ich nicht, ne? Ich glaube nur die so aufblinken irgendwie. Werden wohl die beliebten dann sein. Dann rechts so ein Stern. Auch am Blinken. Ja, dann erstmal das Küken da, würde ich sagen. Kleine Mini-Willi-Küken einmal mit rüber. Und den Stern. Digga, da rechts das Hühnchen ist auch noch so am Blinken. Ja, im Moment passt es. Ja, komm her, Hühnchen. Muss ich schauen? Ah nein, dann schmeiße ich ihn da hinten rüber. Okay. Da muss man wirklich schauen, ob sie auch gleich so halten dann da drin. Ja, super. Wie soll ich ihn da jetzt rechts vom Wagen wegkriegen? Ihn würde ich sagen, einmal rüber. Wie soll ich das Hühnchen da so wegkriegen? Das ist ja ärgerlich. Ah, jetzt habe ich es. Aber okay. Also schwierig zu greifen, das Vieh. Würde ich jetzt sagen. Könnte versuchen, ihn hier so rauf zu pressen. Schauen wir mal. Yes, hat geklappt. Ja, somit geschafft. Schauen wir mal, wie viele Medaillen wir davon gekriegt haben. Ja, immerhin 1460 oben. Eine Medaille, na gut, nur die Zeit. Das andere könnte man natürlich irgendwann mal privat schauen. Aber ich muss sagen, das macht Laune, das hat was. Und das kostet, wie gesagt, nur 8,99 €, ist auch von Nintendo HAL Laboratory. Ja, schnuppern wir direkt in die nächste Mission. Übrigens, für die nächste Seite werden 15 Medaillen nötig. Hier haben wir Zirkus, göttliche Ballons. Das wird schwierig. Ja, die nächsten 2 Missionen, die schauen wir uns auf jeden Fall hier im Angespielt noch mit an, würde ich sagen. Wow, der Elefant kann 5 Tiere tragen. Oha. Das heißt, dann muss ich hier nur schauen, dass die alle so ein bisschen raufpassen, glaube ich, oder? Ich glaube, ich lege den... Ah ne, da ist sein Kopf im Weg. Hau den mal hier so an die Seite. Ah. Ne, lieber nochmal nehmen. Und so draufhauen, wenn es klappt, ja, hat. Dann wäre hier so eine Schildkröte irgendwie noch. So, einmal drauf, wenn es klappt. Nein, fällt natürlich. Nein.
einmal direkt runtergefallen. Okay, das hat geklappt. Dann so eine kleine Schildkröte. Hat gepasst, okay. Dann die große wieder, oha. Ja, schauen wir mal, wie viele Tiere der Elefant dann tragen kann, würde ich jetzt sagen, oder? Nur eins muss drauf, das heißt hier der Esel. Schauen wir mal, ob ich ihn hier so am Kopf krieg. Müsste ja klappen, schauen wir mal. Und yes, anscheinend ja, ne? Das heißt, geschafft. Nix fällt runter an Moment. Ja, das ist schon mal sehr gut, würde ich sagen. Das ist natürlich mega, mega geil auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie viele Medaillen wir abgesahnt haben. Ah, nur die Zeitmedaille, okay. Aber trotzdem nice. 15.000 sogar schon im Moment an Cash. Ich finde, das Game hat was auf jeden Fall. So für nebenbei ist es nice auf jeden Fall. Ja, somit mehr, 3 Minuten Meeresfrüchtejagd wäre dann noch. Für die nächste Seite bräuchte man dann 15 Medaillen und so. Aber somit wäre das ja Nummer 9, also Mission Nummer 9. Reite auf den Wellen und sammle in 3 Minuten viele Fische. Den Wellen reiten. Kann ich hier die Fische nehmen? Wie soll ich auf den Wellen reiten? Soll ich die da so hinhauen? Ich habe auf jeden Fall irgendwie 100 bekommen. Ich denke mal schon, dass ich die da rechts raufhauen soll, oder? Ja, super. Den einen natürlich nicht gekriegt direkt. Dann nochmal schnell rüberschmeißen den Fisch. 200 habe ich. In 3 Minuten so viel begegnen wir irgendwie noch. Einmal rüberschmeißen. Und hier ihn hier würde ich auch gerne greifen. Ach. Kann ich ihn nehmen? Ja. Aber ich glaube nicht, dass er mit drauf soll, oder? Okay. Dann direkt nächsten Fisch mit rüber. Einmal rüber schmeißen. Hier lang. Points im Moment. Und direkt nächsten rüber. Ah, der wollte runterfallen. Ja, immerhin schon 5. Einmal drauf. Hier kommt auch direkt der nächste geflogen. Dann hier direkt den nächsten greifen, würde ich sagen. Und rüber damit. 7. Okay. Da würde ja besser keiner runterfallen, würde ich sagen, oder? Okay, nächster gefangen. Und direkt der nächste rüber. Kann ich da nicht gleich runterfallen? Also ich habe auf jeden Fall jetzt 9 Hammer. Und 10 Stück insgesamt sogar. Da passt, dann geht noch mehr, würde ich sagen, oder? 43 Sekunden haben wir noch. Schauen wir mal, wie hoch wir die kriegen hier. Ich würde sagen, er müsste schon hier bei der rechts rüber, genau. Haben wir jetzt schon 11 drauf, okay. Das sind aber auch große Brocken hier, die Fische, okay. Wenn ich ihn jetzt so raufhauen, der kullert er ja runter noch. Ah, wie soll ich ihn dann da noch besser raufkriegen? Vielleicht jetzt höchstens so pushen. Ah nein, der eine fällt runter. Das wäre langsam zu voll da drauf. Und noch 7, 6. Ah nein, ich wollte ihn eigentlich gerade greifen. Und schnell werfen. Okay, der eine direkt wieder raus, aber ist doch nicht so schlimm. Somit haben wir insgesamt 11. Ja, 11 Stück geschafft sogar. Okay. Ich muss sagen, das Game macht Laune irgendwie. Medaillen sogar nice. Direkt 2 weitere Medaillen einkassiert sogar hier. Und 17.150 Moneten in dem Sinne. Ja, jetzt hätte man, glaube ich, sogar die nächste Seite. Das wäre dann... Ne, da braucht man 15, da bräuchte man noch eine weitere 14, habe ich im Moment. Ja, wir wollten es anspielen, jetzt haben wir die 9 Missionen gehabt, beziehungsweise gemacht. Medaillen haben wir natürlich einige freigeschaltet. Hier in der Ruhmeshalle sehen wir auch nochmal
Da ist dann sogar so ein Video mit bei, oder wie? Erinnerung an den Bauernhof. Okay. Also eine Art Erinnerungen. Mit den Abzeichen, wenn man die alle vier freigeschaltet hat. Okay, das heißt, wenn man hier die vier hat, gibt es da anscheinend auch so eine kleine Erinnerung, so wie hier. Ja, ich würde sagen, das Game hat was. Wir können natürlich noch mal kurz in den Shop schauen. Zum Ende des Angespiels, wir haben jetzt noch so ein paar Münzen natürlich noch bekommen. Da ist ja mein kleines Lieblings-UFO. Und trägst du auf der Arbeit auch brav deine Outfits? Okay. Propellermütze würde ich sagen, kaufe von links nach rechts aber alles, oder? Für ein aerodynamisches Aussehen wäre das. Ja, kaufen. Dann sehen wir links, wie er jetzt aussieht. Eigentlich auch cool. Kung-Fu-Affe. Keine schaukelnde Fracht. Kostet auch 3000 Schrauber. Oh, nice. Eigentlich cool. Samurai. Das Katana ist nicht benutzbar. 3000, okay. Vielen Dank. Hui, so ein korbiges Kerlchen. Dann haben wir sogar noch 8000, würde ich sagen, schon mal weiter. Arbeiterbiene. Ermöglicht den Pollentransport, okay. Dann würde das so aussehen. Sieht doch ordentlich aus, oder? So mit Bienchenflügel und so. Künstlermütze. Haben wir leider nicht mehr. Ja, da müsste man dann natürlich ab jetzt natürlich ein bisschen weiter zocken und so. Ich muss sagen, das hat was. Das macht Laune. Wie gesagt, es kostet im Nintendo eShop eigentlich 8,99 €. Ja, wenn ihr Interesse habt an dem Spiel, jetzt haben wir natürlich die erste Mission plus diese eine extra Mission gemacht. Ja, ich wollte das einmal mit euch anspielen. Das haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, ja, kurze Pause. Es kommt wahrscheinlich gleich noch angespielt. Muss ich schauen. Für alle auf YouTube natürlich bis zum nächsten Mal und hier auf Twitch natürlich bis gleich.